Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In der aktuellen Staffel geht es um Krankenversorgung, Gesundheitswesen, Spitäler und Krankenhäuser in Wien, und zwar seit urlanger Zeit, nämlich seit dem Mittelalter. In unserer ersten Folge dieser Staffel haben wir begonnen mit den Hospizen, dann waren wir beim AKH, dem Allgemeinen Krankenhaus, heute bekannt als Altes AKH, und bei speziellen Gebäuden dort, dem Narrenturm und dem Josephinum. Dann waren wir beim neuen AKH und haben uns Krankenhäuser angeschaut, die unter dem Namen, ich habe sie genannt, kaiserliche Spitäler laufen, weil sie nach Mitgliedern des Kaiserhauses benannt worden sind. Und in unserer letzten Folge waren wir am Steinhof, eine Folge, die sich sehr viele Hörerinnen und Hörer immer gewünscht haben. Hier war sie, hört sie euch an. Und heute geht's weiter nach Linz. Und wir schauen uns auch Privatspitäler an, weil davon gibt's auch einige und die haben auch eine sehr spannende Geschichte. Bevor wir jetzt aber aufbrechen, möchte ich euch noch ganz herzlich einladen, mit uns unsere 100. Podcast-Folge zu feiern. Und zwar im Rahmen einer Live-Podcasting-Session Anfang Jänner 2021. Unglaublich aber wahr, es ist die 100. Folge und es ist der Beginn eines neuen, hoffentlich guten, gesunden Jahres. Wenn ihr dabei sein wollt, was wir natürlich hoffen, dann tragt euch doch auf unseren Newsletter ein unter www.erzählmirvon.wien. Könnt ihr das machen auf unserer Website. Wir freuen uns sehr, wenn ihr dabei seid und wenn wir mit euch gemeinsam feiern können. Ja, jetzt aber los. Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Fritzi, also in unserer letzten Folge waren wir in Steinhof und jetzt wandern wir weiter westwärts. Und da ist ja dann ein sehr berühmtes Krankenhaus auch noch, nämlich die Klinik Hietzing, oder? Die Klinik Hietzing. Und wenn du jetzt sagst, die Klinik Hietzing, es hat ja Spital, es hat ja geheißen Krankenhaus Hietzing, das werden wir dann zurückkommen, aber es haben sehr viele Menschen nicht gewusst, was das Krankenhaus Hietzing ist und was die Klinik Hietzing ist, werden jetzt auch viele nicht wissen. Und das ist wahrscheinlich, das freut wahrscheinlich die Administration und Direktion der Klinik Hietzing, weil es ist nämlich auch sogar in meinem nicht-wienerischen Ding bekannt als Linz. Das ist Linz. Ja. Und eigentlich heißt es aber auch nicht Linz. Sondern? Es hat ursprünglich geheißen Kaiser-Jubiläumsspital. Echt? Echt. Welches Jubiläum war das jetzt wieder? Na, nachdem es 1908 errichtet worden ist, war es das 60-jährige. 60. Regierungsjubiläum von unserem guten Kaiser Franz Josef. Okay, erzähl mir von Linz. Erzähl dir von Linz. Du musst dir vorstellen, zu der Zeit, wie das errichtet worden ist, war der Bürgermeister der Karl Lueger und Wien hat 2 Millionen Einwohner gehabt. Ziemlich viel. Das heißt, man ist mit den vorhandenen Krankenhäusern echt nicht mehr auskommen. Und dieses Kaiserjubiläumsspital war das erste Spital, das von der Stadt Wien errichtet worden ist. Also aus eigenen Mitteln, weil Wilhelminenspital ist von der Wilhelmine Montliak gestiftet worden. Die Kaiserspitäler, so wie du es genannt hast, sind immer Stiftungen gewesen. Und das hat die Stadt Wien erbaut. Und das ist in einer riesigen Anlage errichtet worden. Warst du schon mal in Linz? Naja, halt im Park. Aber das Krankenhaus kenne ich eigentlich nicht wirklich. Ja, und es sind wieder Pavillons, in einem wahnsinnig großen Gebiet. Und also ich könnte jetzt nicht sagen, ob Steinhof oder Linz größer ist. Wirklich, so groß ist das? Aber in Steinhof zum Beispiel, das haben wir vielleicht vorher nicht erwähnt, da hat es ja Todesfälle sogar gegeben, wenn sich Kranke halt irgendwo verirrt haben. Und man hat es nicht gefunden, sind die oft dort erfroren oder verhungert oder was weiß ich nicht. Okay, wow. Weil das eben so riesig war. Und in Linz, das ist genauso groß. Und abgesehen vom Spital ist dort auch, was ganz wichtig war, das Versorgungsheim Linz gebaut worden. Was heißt das jetzt wieder?
Das war die Versorgung. Das war ein Altersheim mit Zuständen, wo ihnen in einem Saal etliche Patienten gelegen sind, die dort halt gewartet haben, dass sterben. Und nicht alle natürlich, es hat auch welche gegeben, die spazieren haben gehen können. Die nicht zum Sterben hingefahren sind, sondern zum Leben, damit sie wieder leben können. Aber um ihr Alter dort zu verbringen. Versorgung hat es deswegen geheißen, weil dort haben auch die Leute, die kein Einkommen gehabt haben, hingekommen. Ah, okay, ja. Also es war wirklich auch eine soziale Einrichtung der Stadt Wien. Ja, genau. Okay, wow. Also ein Pflegeheim auch irgendwie. Ja, genau. Mhm. Und man hat dann des Leins, ja, fangen wir also an, dass das Spital wichtig war, ganz einfach, weil das war eines der ersten Spitäler, die also sozusagen eine Nuklearabteilung gehabt haben. Die haben in den 30er Jahren schon Strahlentherapie eingerichtet. War sensationell. Ich meine, die haben Radium zur Bestrahlung gekauft. Das hat man überhaupt nicht fassen können. Ich glaube 1931 oder so. Also ja. für Krebs oder was? Ja, für Strahlentherapie. Mhm. Und sehr, sehr mitgewirkt hat da der Stadtrat Julius Tandler. Vom Julius-Tandler-Platz. Wo im Übrigen bin ich unlängst vorbeigefahren und habe geschaut, da ist nicht mehr der Schwöd. Sagt er das was? Mhm. Man, das ist jetzt ganz was anderes, das fällt mir jetzt nur ein. Das ist ein Uhrenfachgeschäft und da hat es in meiner. Doch, Kindheit, weiß ich, wie es ausschaut. Kenne ich die Schrift. Hat schon gegeben, den Spruch. Zur Firmung hast du in meiner, wie ich ein Kind war, Uhr gekriegt, weil das hat sie normalerweise nicht gegeben, hast du eine Armband Uhr gekriegt. Mhm. Und hat es den Spruch gegeben, jede Godel, jeder Göt kauft die Firmungsuhr beim Schwöd. Ah, oh, clever. Aber doch, den gibt es noch immer, also der hat sie lang gehalten. Hm. Also das, und wieder einmal nur nebenbei. Naja, immerhin, man kann sagen, dass der Julius-Tandler-Platz in der Nähe vom alten AKH, nicht nur vom alten, sondern auch vom neuen AKH ist, insofern passt es total gut rein. In der Nähe, mehr oder minder. Gut, okay. Also sie sind in der gleichen Stadt zumindest. Sogar im gleichen Bezirk. Okay, ja, und in Leins natürlich ist auch die DBC und Lungen. Pavillons. Und Leins ist auch heute noch sehr, sehr medizinisch wirklich bekannt. Aber was halt in Leins war, weiß nicht, ob du von dem noch weißt. Was ich weiß, dass in Leins war ein mega fetter Skandal. Und nämlich vor allem die Mordschwestern. Die Mordschwestern von Leins, ja. Aber ich habe eigentlich nie, ich war so, wie das war, ich habe mitgekriegt, dass es ist, aber ich habe eigentlich nicht verstanden, was da passiert ist. Kannst du mir das erzählen? Ja, es hat eben Krankenschwestern gegeben, die gefunden haben, dass die alten Leute eigentlich sowieso sterben müssen und haben da nachgeholfen. Und da hat es schon in den 1990er Jahren hat es schon gegeben so Gerüchte, und die haben aber dann irgendwie nicht ganz geglaubt. Und diese Schwester, und dann ist man aber draufgekommen, dass sehr viele Leute gestorben sind an Unterzuckerung und mit einer Wasserlunge, die eigentlich vorher keine Anzeichen dafür gehabt. Und dann hat man Exhumierungen vorgenommen und dann ist man draufgekommen, dass die also mit Rohypnol vergiftet worden sind, mit Schlafmittel, dass mit Insulin, Medikamenten, dass sie eben an einer Unterzuckerung gestorben sind. Und was das Grauslichste war, dass sozusagen sogenannte Mundspülungen durchgeführt war, oder Mundpflege hat das geheißen, durchgeführt worden sind, da ist den Patienten Wasser, die sind gehalten worden und man hat ihnen so lange Wasser im Mund geschüttet, bis sie gestorben sind. Und wer, und das waren die Krankenschwestern, die das gemacht haben, oder was? Oder warum Mordschwestern? Es waren die Krankenschwestern, die Todesengel von Leins haben die geheißen. Bist du deppert.
Und die haben, da waren eben zwei Hauptangeklagte und dann mehrere Helferinnen, und die zwei Hauptangeklagten sind zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden. Und die sind nach 19 Jahren aber freigekommen. Mhm. Warum? Wegen guter Führung und leben jetzt unter anderem Namen. Sie leben noch, keine Ahnung. Und das Ganze hat halt für Lenz einen wahnsinnigen Schaden angerichtet, für den Namen. Ne? Und man hat das dann Geriatriezentrum am Wienerwald genannt, und letztendlich ist es ins Krankenhaus Hietzing umbenannt worden, und jetzt ist es eben die Klinik Hietzing. Irgendwie sind da heute lauter irgendwie schwierige Geschichten dabei, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Es ist, ja, man muss sagen, so toll das Pflegepersonal ist, und wirklich, man muss sagen, man muss ja froh sein, dass man sie hat und dass sie so ausgebildet sind, aber es finden sie halt immer wieder welche, die anscheinend, also diese eine Schwester, die Hauptangeklagte da, die dürfte also wirklich sadistisch gewesen sein. Mhm. Das hat vielleicht angefangen, dass, ich weiß es nicht, ich möchte auch gar nicht darüber jetzt spekulieren. Ja. Du, aber... Kann mich noch an diese Bilder erinnern, von diesen Frauen, die da irgendwie so sitzen. Und, na Wahnsinn. Wann war das ungefähr? In den 90er Jahren, oder? 90er Jahren, ja. Ja, 1999 sind die verurteilt worden. Es ist alles eigentlich relativ wenig, noch nicht so lang her. Ja. Nein, 90er Jahre, ich weiß nicht genau. Nein, das ist noch nicht lang her. Genauso wenig lang her, wie das die Eröffnung des AKH lang her ist. Ja, das hat mich ja über selber erstaunt. Und ja, um dem wegzukommen, es ist dorthin gekommen, das neurologische Zentrum Rosenhügel. Ist jetzt auch dort. Das ja früher am Rosenhügel eben war. Das ist auch im 13. Bezirk, oder? Das war die Rothschildsche Stiftung. Und zwar war die auf einem großen Gelände. Und da ist also dieses Nervenzentrum Rosenhügel, das neurologische Zentrum Rosenhügel gebaut worden. Oder Nervenheilanstalt hat es geheißen. Und ein Teil, der aber schon im Mauer war, der ist von der, in den 38, ich glaube im 38er Jahr, an die Wien-Film verkauft worden. Ja, die Rosenhügel-Studios. Die Rosenhügel-Studios, die aber schon in Mauer eigentlich waren. Die schon 23. waren. Mhm. Und diese Rothschild-Stiftung ist jetzt in Linz, und man kann ja dann da verfolgen, diese ganzen, da gibt es ja jetzt so von einem Rothschild-Nachfahren eben einen Prozess, der findet, dass die Stiftungsidee nicht aufrechterhalten wird. Was war die Stiftungsidee? Naja, der Stiftungsrat, und das sollte mittellosen Kranken zur Verfügung gestellt werden. Und das Ganze ist natürlich dann in den 38er Jahren total anders behandelt worden. Mhm. Jetzt rein finanziell, und ist der Gemeinde Wien übergeben worden und ist dann im Besitz übergegangen, aber das ist jetzt viel zu kompliziert. Okay. Da kann man sie. Warte mal, ich werde jetzt mal kleine Pause. Ich mich drücke. Naja, also diese Skandalgeschichte war ja eigentlich eine sehr arge Geschichte, aber an und für sich hört man jetzt nur gute Sachen von diesem Krankenhaus in Linz. Also da gibt es ja, glaube ich, auch eine Geriatrie oder. Also eigentlich, ja, wie ist das jetzt? Wie ist das heute? Ja. Dort. Es ist ein sehr gutes Spital, ein tolles Spital. Erwähnen möchte ich, dass wenn man zum Beispiel Probleme hat mit behinderten Angehörigen, dass man dort sehr gut untergebracht ist. Wenn man zum Beispiel die Zahnklinik, sehr verständnisvoll, und man hat nur lange Wartezeiten, aber ja, es ist wirklich eine Option, egal welche Art der Behandlung man benötigt, also die Zahnklinik, Gynäkologie, Urologie, egal was, man ist in Linz gut aufgehoben. Es dürfte auch eine recht schöne Anlage an und für sich sein, auch mit diesen, wie viele Pavillons gibt es dort, hast du gesagt, Pavillons?
Das weiß ich jetzt eigentlich. Aber es sind Pavillons auf jeden Fall. Pavillons und sehr viele. Und ja, und am besten ist, du fährst mit dem Auto hin. Und hinein. Hinein, okay. Ja. Du, aber wie ist das da so? Ich meine, was sind da zum Beispiel Sachen? Sind da auch irgendwelche Kliniken integriert worden? Sind da auch irgendwelche Kinderkliniken oder anderen Spitäler, die dort sind? Nein, es ist 2006 das Neurologische Zentrum Rosenhügel hingekommen. Das war ursprünglich eben am Rosenhügel, eine Rothschild-Stiftung, die am Rosenhügel vom Albert Rothschild für mittellose Patienten erbaut worden ist, auf einem sehr großen Gelände. Im Übrigen teilweise die Architekten waren, was schätzt du? Helmer und Fellner, immer. Ja, liegst nie daneben. Ist das. Aber auf jeden Fall war dieses Gebiet am Rosenhügel teilweise sogar schon im 23. War im Sondergrenze. Und im 38er Jahr haben wir von dem Spital, das man natürlich sofort enteignet hat, einen Teil der Wien-Film verkauft. Und die haben dort die Filmstudios Rosenhügel erbaut. Da sind sehr viele Filme auch im Freien gedreht worden. Also was sind das da für Filme gewesen zum Beispiel? Wüsste jetzt, aber von der Wien-Film. Aber so eher so von der Ästhetik her, so Sisi-Filme oder was? Ja, also Heimatfilme. Diese typischen Wien-Filme, die oder Österreich-Filme, die also auch Paul Hörbiger und Hans Moser und so, die die halt auch Propagandafilme mehr oder weniger waren. Da ist jetzt übrigens eine. Entschuldigung. Da gibt es ja jetzt diese Prozesse mit einem Nachfahren von den Rothschilds, aber da bin ich zu wenig. Da möchte ich mich jetzt nicht erweitern. Nur, wie gesagt, es gibt eben noch einen Rothschild-Nachfahren, der. Aber apropos Rothschild, ich meine, haben die nicht mehrere Krankenhäuser irgendwie in Wien gestiftet? So jetzt, weil wir sind jetzt schon von den, ich meine, jetzt waren wir bei den Habsburger Spitälern, dann waren wir bei den Wiener Spitälern, dann waren wir jetzt mit dem Hanno-Spital, beim Gebietskrankenkastenspital. Leinz, auch wieder ein öffentliches Spital, aber jetzt, was ist mit diesen Privatspitälern eigentlich? Kommen wir schon wieder, weil du sagst Rothschild, da kommen wir zu einer der größten Stiftungen von Rothschild. Und zwar war das schon in den 1870er Jahren. Das war das jüdische Spital am Währinger Gürtel. Aha, wo ungefähr war das? Ist das? Gibt es das noch? Gibt es noch? Nein, das Spital gibt es nicht mehr. Das ist jetzt das Wifi ist dort. Jetzt. Aha, ist das auch so etwas wie. Dort, wo die Rothschild, also sowas wie die Arbeiterkammer, wo da ein schönes altes Gebäude war, das dann niedergerissen worden ist und enteignet worden ist. Und ja, wobei das bei der Rothschild in der Prinzregentenstraße ja erhaltenswürdig gewesen wäre. Das war, glaube ich, das Rothschild-Spital. Ich könnte da jetzt nicht sagen. Aber auf jeden Fall war das eben das jüdische Spital und ist das einzige Spital für jüdische Bürger gewesen. In der Nazizeit haben dann die Juden von dort weg müssen, die Patienten, die Jüdischen, sind in die Malzgasse gekommen. In die Malzgasse? In den zweiten Bezirk. Im zweiten Bezirk. Aha. Wo jetzt diese orthodoxe jüdische Schule auch ist. Ja, wirklich, aha. Und das Spital, das Rothschild-Spital, ist Lazarett geworden. Ist eben kriegsbeschädigt worden, ist aber trotzdem 1945, glaube ich bis 1952, ist eine Unterkunft für Displaced Persons, also für jüdische, die da staatenlose Menschen. Das war eigentlich auch eine schreckliche Geschichte alles. Oh. Sind dort untergebracht worden. Es ist dann 1949 schon an die Kultusgemeinde rückerstattet worden. Die haben es aber verkauft. Und 1960 ist es abgerissen worden und heute ist eben das. Dann ist das Wifi dort gebaut worden. Na, bumm. Naja, talking about Privatspitäler unter Anführungszeichen oder Stiftungsspitäler. Was gibt es denn da noch an Spitälern in Wien? Schon noch da gibt es etliche, aber da wollen wir ja gar nicht so viel reden, aber eines der ältesten zum Beispiel
Oder zumindest die Gründung. Nicht einmal gebäudemäßig ist die Konfraternität. Was heißt das? Wo ist das? Die Konfraternität des Gebäudes ist jetzt in der Skodagasse im 8. Bezirk. Und die sind schon Anfang des 18. Jahrhunderts, haben sie da Handelsbetriebe zusammengeschlossen und haben sozusagen Versorgung oder ärztliche Versorgung für ihre Mitglieder gegründet. Mhm. Die waren ursprünglich bei den Barmherzigen Brüdern untergebracht und haben dann im Ende des 19. Jahrhunderts, oder ich weiß jetzt nicht ganz genau, Mitte des 19. Jahrhunderts haben sie ein eigenes Spital in der Skodagasse gebaut. Und wer waren diese Konfraternitäter? Ja, das heißt ganz einfach Bruderschaft. Okay. Aber halt irgendeine Stiftung dahinter, da gibt es jetzt nicht einen Gründer oder so. Die haben das und das hat sich halt dann entwickelt und jetzt ist das halt in eine andere Form. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar, ob nicht die Unica-Versicherung beteiligt ist, könnte da aber jetzt nicht wirklich. Was hat es dann noch gegeben, so an privaten Spitälern oder was gibt es noch in Wien? Dann hat es gegeben, das bekannteste Privatspital ist natürlich das Rudolfinerhaus. Mhm. Im 19. Bezirk, nicht zu verwechseln mit der Rudolf-Stiftung, wie ich das gerne mache. Zwei verschiedene. Die einzige. Und das ist an und für sich als Pflegerinnenschule gegründet worden. Weil bis dahin haben, also hauptsächlich hat die Pflege haben ja übernommen ältere Schwestern. Ne? Und diese haben das gemacht der Liebe wegen, aber dann irgendwo hat sie das der Liebe wegen aufgehört. Und wie so oft im Leben? Ja, und zu wenig, es waren dann auch schon zu wenig geistliche Schwestern. Und dann sind eben weltliche Menschen gekommen, das waren angeblich keine sehr guten Zustände. Hat sie aber dann, wie gesagt, da hat dann der Billroth vor allem, der Theodor Billroth, gesagt, man muss keine Pflegeschule, damit die ordentlich ausgebildet werden. Und da war das Rudolfinerhaus das erste. Die erste Garten. Das war ungefähr Anfang des 20. Jahrhunderts, oder? Nein, das war so in den 1880er Jahren. Ja, das muss ja echt eine coole Zeit gewesen sein in Wien. Also, weil da ist eigentlich total viel passiert, so in den 1880ern. Ich meine, okay, immer noch Kaiser, da hin und her und jetzt nicht alles easy. Aber, aber eigentlich ist es schon voll viel weitergegangen, oder? Ja, vor allem war es kein Absolutismus mehr, sondern eine konstitutionelle Monarchie, mehr oder weniger, obwohl bei uns der Kaiser schon also sehr, sehr, möchte nicht sagen, mitgespielt hat, aber was der Kaiser nicht wollte, war gut. Aber hat man trotzdem nicht gemacht. Ja. Er wollte nicht zu uns spielen. Man ist Ende des 19., also so um die Jahrhundertwende, das evangelische Krankenhaus gegründet worden. Wo ist das? In der Hans-Sachs-Gasse im 18. Bezirk. Ah! Ja, weiß ich jetzt wo. Auch in der Nähe vom AKH quasi. Ja, bist vielleicht. Ich bin ja großzügiger als du. Großzügiger, bist ein bisschen besser zu Fuß wahrscheinlich. Dann hat es damals die Klinik Löw gegeben, die war ganz bekannt, die war dort, wo jetzt die Privatklinik ist, Eck. Marianengassen und Pellikangassen, also ein Nobelspital, da sind sehr viele Leute, bekannte Leute gestorben. Ich meine, was? Okay, aber cool. Wenn es nur so drin gelingt, gut. Aber was hat man da machen lassen? Was hat man da Schönheitsoperationen machen lassen? Das war Haartransplantationen, Nosejobs, Boobjobs, so, oder wofür war das? Wieso sagst du Schönheitsoperation? Ja, weil das klingt so Privatklinik, wo die reichen Leute waren. Klinik, aber daneben ist ja jetzt die Privatklinik und da ist ja, das fällt mir jetzt ein, die erste Frau vom Richard Lugner gestorben. Was? Nach einer Schönheitsoperation. Wirklich? Soweit ich mich erinnere, ich hoffe, er hat sich da jetzt keinen Blödsinn, aber die hat sich eine Nasenoperation machen lassen und ist aus der Narkose nicht mehr aufgewacht. Na. Und darum frage ich jetzt, wieso du gerade das jetzt erwähnst. Ja, weil für mich, ich meine, ich weiß natürlich, dass Privatkliniken wichtig und gut sind und ich, ja, war alles gut. Aber ich weiß nicht, das hat jetzt so ein bisschen so gelungen, so in der Klinik Löw waren die Reichen und Schönen. So hat das jetzt gelungen. Also Klinik Löw ist vor allem, oder mir, weil der Viktor Adler dort gestorben ist. Aha. Am 11. November 1918. Gut, dann gibt es natürlich die Ordensspitäler.
Also teilweise, die Herzigen Brüder sind, bitte? Nein, ich habe jetzt nur Klinik Löw, Pelikan, Mariannengasse. Ich stelle mir das jetzt gerade vor, da bin ich schon oft vorbeigegangen. Das war irgendwie, ja. Wo sind eigentlich jetzt die, wo, na, andere was? Geschichte. Na, ich habe jetzt nur überlegt, wo man sich jetzt zum Beispiel in Wien so Sachen machen lässt. So. Schön, Herr Sobotten. Ja? Wir gehen sehr viel nach Döbling, in die Klinik Döbling. Mhm. Also nicht Klinik Döbling klingt jetzt so, wie wenn es von... Wie wenn es Klinik Hitzing wäre oder Klinik Otterkring. Privatklinik Döbling heißt die. Ich weiß nicht, ob Sie kennst, Herrn Schlumberger. Ist aber nicht das Rudolfinerhaus. Nein. Ist aber daneben. Das ist in der Heiligenstädter Straße. Ja. Naja, nach deinen Maßstäben ist daneben. Nach meinen ist es relativ weit entfernt. Okay. Also wenn du sagst, die Obersteiner Klinik, die Nervenklinik Obersteiner, wo die... Ja, aber die auch schon geredet haben. Sagst, die ist in der Nähe vom Rudolfinerhaus. Sag ich, ja, weil die ist, da gehst du übers Bergl und bist im Rudolfinerhaus. Aber die Privatklinik Döbling, die nicht unbedingt da ist, in der Nähe vom Rudolfinerhaus bezeichnen. Aber wie gesagt, andere Geschichte. Andere Geschichte. Das ist, dort geben wir, glaube ich, auch hin, Schönheitsoperationen machen. Das ist zum Beispiel in vitro Spezialklinik. Ist aber auch im Rudolfinerhaus. Ach ja, also das Rudolfinerhaus ist. Und das auch sind eine. Das sind lauter Belegspitäler. Ja, da kommen viele Babys auf die Welt. Im Rudolfinerhaus. Ja, vielleicht werden Babys gezeugt, vielleicht kommen Babys auf die Welt. Also ich habe im Rudolfinerhaus ist meine Mutter gestorben. Also das habe ich ja andere. Ja, das ist das andere Ende vom Leben. Ja, so ist es aber. Und um auf die Ordensspitäler zurückzukommen, die Barmherzigen Brüder sind eigenständig, aber zusammengeschlossen worden sind die Liesel, also das St. Elisabeth-Spital in Wien-Landstraße. Ja. Vielleicht ein Begriff oder sicher. Ist mir. Und das Hartmann-Spital. Ja, Franziskus-Spitäler heißen jetzt. Die Franziskus-Spitäler. Und dann gibt es noch die Barmherzigen Schwestern im Sechsten. Im Sechsten. Haben die mal gemeinsame Weihnachtsfeiern dann eigentlich mit den barmherzigen Brüdern? Oder wie funktioniert das? Kinder oder was? I don't know, ich weiß es nicht. Na gut, nein, das meine ich. Entschuldigung. Verzeihung. Wir entfernen diese Scherze. Und die, ja, also die barmherzigen Schwestern des St. Josephs Spital im 13. Sehr ja, auch Kinder, kommen auch viele Kinder auf die Welt. Kinder, auch auf Straßen. Und der göttliche Heiland. Kommen auch viele Kinder auf die Welt? Naja. Überall kommen Kinder auf die Welt. Die gehören jetzt zur Vinzenzgruppe. Die haben sie zusammengeschlossen vor kurzer Zeit zur Vinzenzgruppe. Oder sind heute halt zur Vinzenzgruppe gekommen oder so. Sind Teil. Teilen ihre Erfahrung als Vinzentinen. Gut, aber ich meine, es würde immer könnte. Ja, gut. Entschuldige, ich bin ein bisschen albern. Ja, es ist, bei dem Thema kann man ja nur albern sein. Hm. Ja, aber dann gibt es noch zwei Krankenhäuser, die man jetzt, die groß und bekannt sind und die wir jetzt einfach nur noch mal kurz erwähnen wollen. Ja, genau, weil wir eben die Transdanubien nicht vergessen wollen. Ich nenne sie mal die Klinik Donaustadt und die Klinik Floridsdorf. Wie heißen sie, unter was sind sie im Volksmund bekannt? Die Klinik Donaustadt würde ich sagen als SMZ Ost. Mhm. Das war auch, da ist auch das 1978 das Pflegeheim eröffnet worden und 1992 das Spital, die erste Stufe. Es hat eben SMZ Ost geheißen, dann hat es Donauspital geheißen und jetzt heißt es Klinik Donaustadt. Mhm. Und was heißt erste Stufe? Naja, das ist in die Abteilungen sind. Ach so. Untereinander eröffnet. Ne? Und dann das Neueste sozusagen, das ja erst weiß nicht, vor einem Jahr eröffnet worden ist. Und von den gleichen Bauherren geplant worden ist wie der Flughafen in Berlin? Ja, ungefähr. Aber es hat nicht ganz so lang gedauert. Aber da wird es einen Wunschroutengänger geben, finde ich auch gut. Genau, dafür ist es umgeben. Ausgewünscht. Das Krankenhaus Nord und das heißt. Blablabla, blablabla, Klinik Floridsdorf. Römisch 1 setzen. Ach, super, hey, Fritzi. Das ist mal ein Finale hier.
Jetzt haben wir echt so viel über Spitäler geredet. Ich fühle mich schon ganz klar. Ja, ich auch. Also ich meine, ich mal coole Folge. Ja. Ja, naja. Aber für die heute sagen wir mal einen guten Tag. Schöne Weihnachtsfeiern, Keksverdauung und hoffentlich weiterhin viel Gesundheit. Sehr gut. Ich wünsche euch auch schöne Weihnachten. Und vor allem bleibt's gesund. Bleibt gesund. Servus, Fritzi. Servus, Edith. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.